Ich bin Colin. Colin Craven. Der Junge, der sein Zimmer nicht verlässt, der einen Buckel hat und nicht laufen kann. Ich werde niemals den Tag vergessen, an dem Mary in mein Zimmer kam. Wie sich herausstellte, ist Mary meine Cousine. Sie lebte bis dahin in Indien, aber nun ist sie eine Waise. Das bedeutet, dass ihre Eltern nicht mehr da sind. Deswegen kam sie hier zu uns, nach Misselthwaite. So heißt der alte Landsitz, in dem mein Vater und ich wohnen. Ja, ich habe noch einen Vater. Aber ich sehe ihn nicht sehr oft. Wir reden auch nie miteinander. Ich glaube, mein Vater ist sehr traurig, dass meine Mutter nicht mehr da ist. Ich selbst habe meine Mutter nie kennengelernt. Sie ist bei meiner Geburt gestorben. Naja, jedenfalls brachte Mary mein Leben ziemlich durcheinander. Sie stand eines Tages mit einem Jungen namens Dickon in meinem Zimmer. Der spricht mit Tieren und brachte gleich bei unserer ersten Begegnung eine Horde Eichhörnchen mit. Aber damit nicht genug. Sie fuhren mit mir hinaus ins Freie und erzählten von einem geheimen Garten, zu dem sie den Schlüssel gefunden hätten. Und wisst ihr was? Jedes Wort stimmte. Der Schlüssel passte ins Tor zum verborgenen Garten. Und nun sind wir hier. Was werden wir finden? Was hat das alles mit meiner Familie zu tun? Wird mein Vater mit uns kommen und endlich wieder froh sein?